Episode 4. Täglich grüßt das Deja Q. Nach dem Sieg über Dr. Nefarius auf Magmos kehrte Quark in seine Wohnung in Metropolis zurück, um sich etwas auszuruhen. Oh, Lance, ich muss es dir jetzt sagen. Das Kind, es ist nicht von dir. Was? Wer? Wer ist der Vater? Oh, dein böser Zwillingsbruder, Engelbert. Aber Janice, ich bin Engelbert. Ah, das ist bestimmt meine Pizza. Guten Tag, Captain Wampe. Ah, Helga, was machst du denn hier? Ich sorg dafür, dass du dich bewegst. Du bist aufgedunsen wie eine große Bratwurst. Zeit für ein Fitnessprogramm. Na gut. Währenddessen auf einem Dach hoch über den Straßen von Metropolis. Die Zeit für meine Rache ist gekommen. Geht nun, meine Robodiener. Nehmt die Stadt auseinander. Springt mir den Kopf von Captain Quark. Hui! Thank you.
Kleiner? Es ist noch nicht vorbei, Quark. Ich schwöre, eines Tages komme ich zurück, um dich zu zerstören. Und Metropolis in die Knie zu zwingen. Ein kleiner Rat, Nefarius. Nur nicht den Kopf verlieren. Quark dachte also, die Gefahr für die Galaxie sei endlich abgewendet. Ja. Da fehlen ein paar Seiten vom Text. Danke, Professor. Ich übernehme jetzt. So endet die größte Geschichte von Mut und Heldentum, die je erzählt wurde. Die wahre Geschichte von Captain Quarks Triumph über den bösen Superschurken Dr. Nefarius. Willst du Quarks Geheimkostüme nicht freispielen? Wartet, ich hab hier die Cheats. Mal sehen. Oben, unten, unten, links, rechts, Kreis, Quadrat, Quadrat. Er trägt ein Ballettröckchen. Metropolis. Dort wird Nefarius zuerst zuschlagen. Bist du sicher? Es leuchtet komplett ein. Vor Jahren wollte er Metropolis zerstören, aber Quark hielt ihn auf. Nefarius hat geschworen, dass er es eines Tages schaffen wird. Jetzt hat er seine Superwaffe und ist bereit, loszuschlagen. Wir nehmen Kurs auf Metropolis. Hoffentlich ist es nicht zu spät.